Das heutige Thema möchte ich gerne anhand eines Beispiels einführen. Und zwar nehmen wir mal eine Person XY, die fliegt von München nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin. Das ist jetzt natürlich irgendwie doch ein Umweg, weil die Person könnte auch im Prinzip direkt von München nach Berlin fliegen. Das Ganze kann man im Prinzip auch auf Vektoren übertragen. Und zwar, indem man den Punkt m auf den Punkt m' mit dem Vektor v1 verschiebt und m' mit dem Vektor v2 auf m'. Diese beiden Parallelverschiebungen kann man ersetzen durch die direkte Verschiebung von m auf m' mit dem Vektor v. Das nächste, was wir uns anschauen, ist, wie man den Vektor v rechnerisch bestimmen kann. Und dazu schauen wir uns mal die Vektorkoordinaten an, die man durch Abzählen in dem Koordinatengitter erhalten kann. V1 hat die Koordinaten minus 2, 5, der Vektor V2, 4, minus 1 und unser Vektor V die Koordinaten 2, 4. Wenn man sich jetzt die Koordinaten von V1 und V2 anschaut, dann kann man erkennen, dass man durch eine Addition beider Vektoren den Vektor V bekommen kann. Und das Ganze nennt sich Vektoraddition. Wenn wir die beiden Vektoren V1 und V2 jetzt zusammenzählen, da gibt es ein neues Rechenzeichen. Also immer wenn man Vektoren addiert, schreibt man ein Plus mit so einem Kreis außenrum. Wir überprüfen mal, ob das auch alles so stimmt. Also der Vektor V entsteht, indem man die Koordinaten von V1 und V2 zusammenzählt, also minus 2, 5 und 4, minus 1. Und dann kommt man durch minus 2 plus 4 auf die x-Koordinate 2 und durch 5 plus minus 1 wird zu 5 minus 1 zur y-Koordinate 4. Auf dieser Seite habe ich nochmal alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst, und zwar die Verknüpfung von zwei Parallelverschiebungen mit den Vektoren v1 und v2 kann man durch eine Parallelverschiebung mit dem Vektor v ersetzen. Der Vektor v ist der Summenvektor der Vektoren v1 und v2. Dann haben wir hier auf der linken Seite nochmal den Rechenweg von gerade dargestellt, und zwar v1 plus v2 eben mit unserem neuen Rechenzeichen für das Addieren von Vektoren ist die Addition der Vektoren. Um das konkret auszuführen, muss man die Vektorkoordinaten zusammenzählen. Und wenn ich es nochmal allgemein beschreiben darf, haben wir im Prinzip die beiden x-Koordinaten zusammengezählt, x1 plus x2, und die beiden y-Koordinaten y1 und y2 und erhalten dann somit den Summenvektor.